Tja, und welcher ist jetzt der beste Comic des Jahres 2020? Hallo, liebe Bücherwürmer! Heute geht es weiter mit meiner Top 7 der besten Dinge aus dem Jahr 2020. Und dieses Mal besprechen wir die besten Comics. Ich packe euch wie immer alle Comics auch unten nochmal in einen gesammelten Circle-Link, falls ihr sofort shoppen gehen wollt. Ihr unterstützt mich damit, zahlt keinen Cent mehr, wenn ihr direkt über den Circle-Link kauft. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ich habe nämlich gesehen, dass fast die Hälfte der Leute, die hier die Videos schauen, kein Abo dagelassen haben. Das müssen wir ändern. Ich habe insgesamt 53 Comics in diesem Jahr gelesen. Das war, glaube ich, ein bisschen weniger als 2019. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich irgendwann Mitte des Jahres so eine totale Abbruchphase hatte. Ich habe irgendwie super wenige Comics gelesen, mich eher auf Romane beschränkt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt. Ich will mir auf jeden Fall 2021 vornehmen, wieder ein paar mehr Comics zu lesen. Und ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal an mit den Honorable Mentions. Bei den Honorable Mentions möchte ich auf jeden Fall die Runaways erwähnen. Das ist der Megaband Ausreißer. In dem Comic geht es um eine Gruppe von 6 Schülerinnen und Schülern. Und die merken, dass ihre Eltern irgendwie krumme Dinge drehen. Die scheinen irgendein Ritual vorzubereiten. Und dann entdecken die Kids außerdem, dass sie geheime Kräfte haben. Die Kinder versuchen, ihre Eltern aufzuhalten, weil sie eben denken, dass die was Schlimmes vorhaben. Was dahinter steckt, müsst ihr natürlich selber nachlesen. Ich habe die Runaways erst dieses Jahr gelesen, weil ich nämlich die Serie dazu gesehen habe. Und ich habe dann immer wieder ein Kapitel gelesen, eine Folge geschaut, sodass ich immer mittendrin war. Und das war auch echt perfekt, weil so hat der Band richtig viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dass ich den Comic auch noch einen kleinen Ticken besser fand als die Serie. Außerdem erwähnen möchte ich die Bluse von Bastien Vivet. Hier geht es um eine junge Frau, die eher ein kleines Selbstbewusstsein hat, bis sie auf eine geliehene Bluse stößt. Und immer wenn sie diese Bluse trägt, hat sie auf einmal ein großes Selbstbewusstsein, wird von anderen Leuten gesehen und man merkt eben richtig, wie ihr Mut wächst. Vor allem folgt sie aber ihren Gefühlen und die könnten sie in absolute Schwierigkeiten bringen. Ich fand den Comic einfach wahnsinnig gefühlvoll und ich fand es total toll zu lesen, wie diese Frau immer mehr Selbstbewusstsein entdeckt und wie sie sich dann nach und nach in die größeren Katastrophen stürzt. Die Bluse hat mich einfach megamäßig mitgerissen und deswegen will ich sie auf jeden Fall unbedingt noch erwähnen. Aber jetzt schießen wir los mit der Top 7 der besten Comics aus dem Jahr 2020. Auf Platz Nummer 7 ist Feministinnen haben den besseren Sex von Flo Perry. In diesem Comic geht es komplett um den Feminismus und ihr seht auch, es ist nicht so der klassische Comic. Es ist eher wie so ein Graphic Novel und das mochte ich eigentlich ganz gerne, denn das war so richtig schön aufgelockert. Und hier werden eben verschiedene Themen rund um den Feminismus diskutiert. Zum Beispiel, dass man sich nicht immer rasieren muss, wenn man darauf keinen Bock hat. Dass man sich schminken darf, aber nicht muss. Hier geht es um das Thema Körperbild und Ideale, aber natürlich auch um das Thema Lust. Und ich finde, Flo Perry hat das eigentlich alles ganz gut zusammengefasst. Allerdings muss man sagen, dass es doch sehr basic ist. Also das ist wirklich etwas für Leute, die sich das erste Mal so mit dem Thema Feminismus beschäftigen. Ist vielleicht auch so eine gute Lektüre, die man mal verschenken kann für Leute, bei denen man findet, hey, du solltest dich ein wenig mehr mit dem Thema auskennen. Hier, nimm es. Was mich so ein bisschen daran gestört hat, ist, dass Flo Perry sehr ihre Gedanken einen aufdrückt. Also man hat nicht das Gefühl, dass das nur sachlich ist. Und deswegen ist es auf meinem Platz 7 gelandet. Auf dem Platz Nummer 6 ist gleich eine ganze Reihe, nämlich die Harleen Comics aus dem Panini Verlag. Oh mein Gott! Das sind die Harley Comics, auf die ich schon immer mal gewartet habe. Die kommen auch gleich in so einem riesigen Format, was auch wirklich schön ist, weil die Bilder
lohnen sich einfach dermaßen. Der Text steht gar nicht so sehr im Fokus, zumindest ist das im ersten Band so. Im zweiten und im dritten ist der Text dann doch schon ein bisschen wichtiger. Und in dieser Reihe geht es um Harleen Quinzel, die ins Arkham Asylum geht und den Joker behandeln soll. Sie wird aber immer mehr von dem Joker eingenommen und von seinen Gedanken. Und so wird sie zu Harley Quinn, einer Gangsterin. Das Schöne ist, dass diese Reihe eben das Leben von Harleen beleuchtet und wie der Wahnsinn sie immer mehr einnimmt. Es ist also ein tiefenpsychologischer Titel und das hat mir echt super gefallen. Es ist eben nicht einfach nur Hau drauf, Superhelden-Action. Es ist auch nicht dieses typische DC, alles muss düster und gruselig sein, sondern es ist irgendwie was ganz Eigenständiges. Und man taucht so richtig in die Gedankengänge von Harleen halt ab. Ihre Wandlung war einfach wahnsinnig spannend und deswegen ist es auch auf meinem Platz 6 gelandet. Auf Platz Nummer 5 ist ein Die Toten-Comic und zwar Isa Palace von Adrian vom Bauer. In dieser Comic-Reihe Die Toten geht es um die Zombie-Apokalypse in Deutschland. Und die sieht eben ganz anders aus, die hat einen ganz anderen Zyklus und vor allem, man kann sich ja auch ganz anders gegen die Zombies verteidigen, weil in Deutschland eben nicht jeder eine Pistole zu Hause hat wie in Amerika. Das macht das Setting schon unheimlich spannend. Ich habe mich total gefreut, dass es von Die Toten endlich einen neuen Comic gibt. Die Comics, die müsst ihr auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge lesen, da diese auch nicht chronologisch unbedingt erzählt werden. Und in diesem Band geht es um eine Wohnanlage für Senioren in München. Es ist schon sehr erstaunlich, dass die Senioren so lange überlebt haben. Und plötzlich geschehen in dieser Wohnanlage sehr mysteriöse Morde. Und alles wird auf einmal so richtig durchgerüttelt, als neue Leute in diese Wohnanlage kommen. Die Gefahr ist drinnen, aber gleichzeitig eben auch draußen mit den Zombies. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mal einfach eine andere Zombie-Geschichte zu lesen. Und vor allem eine, die in einem Altersheim spielt. Das war einfach total interessant. Weil die älteren Leute haben nämlich auch ganz andere Methoden, sich gegen die Zombies zu verteidigen. Wirklich wieder ein Spitzentitel von Die Toten. Ich war von vorne bis hinten unterhalten und ich wünsche mir, dass es davon noch eine Fortsetzung gibt, weil die Story hat so geil geendet. Auf meinem Platz Nummer 4 ist Hilda und der Bergkönig. Ich habe die Ausgabe momentan verliehen, deswegen blende ich euch das Cover ein. Ich liebe die Hilda-Reihe, ja, und ich habe auch schon ein komplettes Video darüber gemacht. Ich werde euch das mal hier überall verlinken. In Hilda geht es um ein junges Mädchen, das mit ihrer Mutter in die Stadt zieht. Und das findet sie ganz schrecklich, weil sie total naturverbunden ist. Aber sie darf auch feststellen, dass sogar in der Stadt die Natur nicht schläft. Und eines Tages findet die Mutter anstatt Hilda ein Trollkind in Hildas Zimmer. Und Hilda ist plötzlich in einer Trollhöhle gefangen und ist selber zum Troll geworden. Also das Trollkind und sie haben scheinbar irgendwie die Körper getauscht. Ja, und Hildas Mutter setzt alles drauf und dran, Hilda wiederzubekommen. Und Hilda versucht natürlich, aus dieser Höhle rauszukommen. Es ist wieder ein total verstricktes Spiel und gerade das hat besonders so viel Spaß gemacht an dem Comic. Es ist auch wieder unheimlich süß und ebenso ganz in der Hilda-Manier. Man will einfach am liebsten in die Geschichte reintauchen und darin leben, weil alles so cool gemacht ist. Also ich liebe die Fantasiewesen und ich liebe einfach die Natur. Es war eine etwas kürzere Story, aber dennoch hatte sie viel Fahrt, viel Action und einfach diesen typischen Hilda-Stil. Und deswegen musste Hilda unbedingt auf Platz 4. Auf Platz 3 ist der Comic X23 Cyborg-Schwestern. Laura ist endlich wieder zurück, zusammen mit ihrer Schwester Gabby. Ja, ihr seht es schon auf dem Cover, die beiden haben die Gene von Wolverine und sie sind sozusagen die weiblichen Wolverines. Die beiden Schwestern verfolgen einen Killer. Und dann merken die beiden, dass dieser Killer aber doch mehr von ihnen hat, als sie vielleicht zugeben wollen. Es ist eine sehr emotionale X-Men-Story und das hat mir unheimlich gut gefallen. Es hat wieder diesen total typischen Humor in X23, dadurch, dass Gabby einfach ihre Klappe nie hält und dadurch, dass Laura so badass ist. Und deswegen gibt es in dem Comic natürlich auch wahnsinnig viel Action. Ich muss aber auch einfach sagen, dass mir immer diese Zwischenkapitel-Skizzen wahnsinnig gefallen. Also ich könnte mir die stundenlang anschauen.
dann ist die Story auch sehr skurril, aber sie hat trotzdem wahnsinnig viel Tiefgang. Es ist eben nicht nur Prügelei, sondern da steckt so viel hinter. Und das macht X23 zu einem unfassbaren Leseerlebnis. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, den ersten Band noch vorweg zu lesen, bevor ihr hier den zweiten lest. Auf Platz 2 ist natürlich Hit Girl, und zwar Hit Girl in Hollywood. Ich habe die Reihe auch erst dieses Jahr so richtig angefangen und bin voll darin versunken. Und dann habe ich überlegt, Lea, Hit Girl ist schon so mit deine Lieblingsreihe dieses Jahr, aber welcher Comic ist denn deiner Meinung nach am besten? Und ich finde, das ist Hollywood. Denn hier geht es darum, dass ein Hit Girl-Film gedreht werden soll. Und das findet Hit Girl natürlich gar nicht witzig. Und deswegen geht sie nach Hollywood, um den Leuten in den Hintern zu treten. Aber auch typisch für den Hit-Girl-Comic, sie stellt fest, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Die Hit-Girl-Comics haben alle immer noch so einen ganz besonderen Twist. Und das ist das, was mir so gut an den Comics gefällt. Der Comic war wieder wahnsinnig brutal, also spritzt Blut an jeder Ecke. Er ist aber auch einfach unfassbar lustig, weil Hit-Girl so viele Sprüche auf Lager hat. Und das, obwohl sie halt ein kleines Mädchen ist. Ich mochte halt total diese Prämisse, dass über Hit-Girl ein Film gedreht werden sollte. Und alleine das schon hat diesen Comic so besonders gemacht und deswegen ist er auf Platz 2 gelandet. Und auf Platz Nummer 1, ein Trommelwirbel, ist natürlich der Buffy-Comic, Buffy the Vampire Slayer, der erste Biss. Das ist der zweite Band der modernisierten Buffy-Reihe. Oh mein Gott, ich liebe diese Reihe einfach abgöttisch. Hier drin geht es um die Story aus Buffy the Vampire Slayer, aus der Serie, die aber auf eine modernisierte Art und Weise erzählt wird. Und das Schöne an diesen Comics ist eben auch, dass all die Figuren, die man aus der Serie kennt, hier schon eine Rolle spielen. Das heißt, Anya, Spike, Drusilla sind schon in dem Comic und in der Story integriert, obwohl sie halt eigentlich erst später auftauchen. Und in diesem zweiten Band geht es darum, dass Xander von einem Vampir gebissen wurde und die Gang jetzt einfach nicht weiß, stirbt er, wird er zum Vampir oder wird einfach alles wieder normal. Und natürlich haben Drusilla und Spike auch ihre Hände im Spiel. Die Buffy-Comics sind einfach richtig was für Nostalgiker, die Buffy lieben. Ich finde tatsächlich, dass es eine super Neuerzählung ist und ich wünschte mir so sehr, dass man das noch verfilmen könnte. Allerdings sind die Buffy-Comics auch etwas für Neueinsteiger, die keine Ahnung von Buffy haben, weil so kann man in die Story und in diese Welt und auch in dieses Feeling von Buffy einfach mal eintauchen. Denn tatsächlich muss ich sagen, dass die Dialoge sehr nah an der Serie dran sind. Nicht, dass hier Texte 1:1 übernommen wären, denn dafür ist die Story halt einfach zu anders. Aber man hat diesen typischen Buffy-Witz und diesen Sarkasmus die ganze Zeit da drin. Und das macht es einfach zu einem einmaligen Leseerlebnis. Das war es mit den besten Comics aus dem Jahr 2020. Wie seht ihr das denn? Was war denn euer liebster Comic, den ihr in diesem Jahr gelesen habt? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich freue mich auch auf den Austausch mit euch. Also verratet mir auch gerne, wenn ihr irgendwie einen Comic vielleicht dieses Jahr sogar wegen mir gelesen habt. Vielen Dank an die ganzen Verlage. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Librarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Librarium oder ihr besucht mich gleich in meinem Etsy-Store, auf meinem Blog oder in meinem Patreon-Team. Bei mir gibt's jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video oder wir sehen uns Montag im Weekly-Vlog. Bis dann. Tschüss, Bücherwürmer. Weil die älteren Leute haben nämlich... Es ist nicht einfach nur... Also das ist wirklich was für Leute, sie... Also das ist wirklich was für Leute, die... Hier... Sodass ich dann immer so ein bisschen...